Das Geile ist ja auch, was ja auch noch hinzukommt, er muss sich eine scheiß OP-Masken und FFP2-Masken bestellen. Damit zocken die eine richtig ab. Die nehmen für eine OP-Maske im Paket 50 Stück. Um die 16,65 Euro pro Paket. 16,65 Euro. 16,65 Euro. 16,65 Euro. Haben die eine andere Matratze? Die müssen eine andere Matratze haben. Du brauchst den Scheiß, das wissen die Firmen genau, und sie zocken dich damit noch ab. Das kann doch nicht normal sein. Das sollten wir mal machen. Wir sind die einzige Firma auf diesem ganzen Planeten, die ehrlich sind, vernünftig sind und keine Leute abzocken. Das kann doch alles nicht wahr sein. Aber abzocken tun sie alle nur mich. Wie im Rinnsal. Nicht wie im Rinnsal. Wie Niagara-Fälle läuft es nicht aus. Neues T-Shirt. Katastrophe, ehrlich. Die Heizungsbauer sind noch nicht fertig, ne? Da oben. Es ist mir doch scheißegal, ob die fertig sind oder nicht. Das interessiert mich nicht. Wir müssen Geld verdienen. Ich muss OP-Masken kaufen. Das kostet schon wieder den ganzen Monatsumsatz, den wir schieben. Ja, ist doch nicht mehr normal, ist das doch alles nicht. Nein, die kriegst du nicht vom Staat. Warum denn? Du bist ja der Blödmann. Überzeugt damit, vor allem, das sind ja so die Dinger, die kannst du ja maximal einen Tag tragen. Da kannst du diese Lappen ja wegschmeißen. Ne? Das ist auch noch so ein Ding. Eine Umweltverpestung ohne Ende, diese Scheißdinger. Ne? Und dann überzeugt damit 50 Stück. Überleg dir mal, wie viele Leute wir haben. Weißt du, wie viele Masken ich am Tag brauche? Ich brauche am Tag ja schon 50 Stück. Minimum. Und das jeden Tag. Mal 16, 65 am Tag. Kannst du ja mal hochrechnen. Nee, wir brauchen dann alle nicht mehr. Hey, Quatsch, im Sommer ist alles vorbei. Mhm. Lobby ist das, sonst ist das nix. Lobby, um Geld zu drucken. Wir haben jetzt zu spät ja kein Video. Muss auch mal lachen, du ehrlich. Hier, ich krieg 20 Packs, 21 Packs, 25 Packs, 25 Packs, 26, kann man 30 nehmen. Das ist so. In den Warenkorb. Zack, zack. Hier, 359 Euro für Masken. 300 Scheiß 59 Euro für Masken. Können die Krebs heilen oder was können die? Jetzt mal im Ernsthaft. Die schmeiß ich ja in Müll. Die trage ich einen Tag und schmeiß sie in Müll. Ich gebe Geld für Müll aus. Für Sondermüll. Weil das überall dann noch rumfliegt in der Welt und andere arme Schweine die Scheiße noch aufsammeln müssen. Da muss ich erst mal vorstellen. Das mit 359 Euro. Ist das noch normal? Hat er mal wenig einer darüber nachgedacht, wofür wir da eigentlich Geld bezahlen? Hat er mal wenig einer darüber nachgedacht? Das kann doch alles nicht wahr sein, oder? Liebe Leute da draußen, Ron ist kein Verschwörungstheoretiker. Falls das jetzt jemand denkt. Nein, wenn sein muss, muss sein. Aber das ist ja Abzocke. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist doch scheiße, ist das doch. Weißt du, damit noch dann die Firmen noch alle dengeln, die davon auch genug brauchen. Nicht nur die Firmen, auch die Privatleute draußen. Müssen sie den Scheiß ja auch kaufen. Wo kaufen sich das in den nächsten Supermarkt? Das ist die Scheiße noch teurer. Oder eine Drogerie oder. Weil sie alle erkannt haben, oh, das ist ein Markt. Weißt du? Nur wir haben wieder gepennt. Angenommen, du wärst jetzt kein Trockenbauer, sondern wärst Maskenhersteller. Dann würde ich hier nicht mehr mit dir stehen, du. Da kannst du aber drauf an. Hätte ich ein schönes Leben. Eigene Jets, Yachten, Whirlpools. Ha! Immer in der Mehrzahl? Immer in der Mehrzahl, ist doch ganz klar. Ja, der Trend geht zur Drittjacht und zur Drittjet. Ist doch ganz klar, oder nicht? Dann weißt du nur am besten. In meinem nächsten Leben passe ich auch besser auf, glaub mir das. Aber du weißt ja, wie das ist, ne? Da wir den ganzen Tag ja nur unsere Arbeit im Kopf haben, haben wir gar keine Zeit, um über etwas anderes überhaupt nachzudenken. Das kommt dann immer mal so beiläufig und grundsätzlich immer dann, wenn es schon zu spät ist, wenn der Zug schon abgefahren ist. Aber was willst du machen? Es ist halt so. Aber das ist trotzdem eine Unverschämtheit. Und vor allem, da kommen noch Steuern drauf. Ne? Brauchen wir auch nicht drüber. Muss man sich auch alles mal vorstellen. Ne? Seit Beginn der Pandemie haben wir ungefähr an Masken durch, weil wir müssen die auch für die Monteure vorhalten und so weiter. Der Lager hinten liegt immer voll damit. Da an die 5.000, 6.000 Stück haben wir bestimmt schon gekauft. Und überleg das mal an Geld. Wenn hier jetzt schon 200 Stück schon 300 Euro kosten. So, interessiert auch keinen, interessiert den Staat auch nicht. Nein, im Gegenteil, dann kriegst du auch eine Prüfung und dann sagen die, was haben sie denn für Geld ausgegeben? What? Muss ich ja wohl. Ohne geht's nicht. Oder was? Oder wie? Kriegst du gar noch einen drauf? Ach, komm. Ist egal. Wir essen noch einen Kuchen. Dann steige ich meinen Zucker noch ein bisschen mehr an. Dann sterbe ich auch früher. Dann fahre ich den Start später auch nicht zur Last. Wie er das will, ist auch besser. Laufen kann ich auch schon nicht mehr. Wer ist auch so ein Punkt, wo ich mich über aufregen könnte? Finden wir es mal. Finden wir es mal kommentarlos. Sag ich jetzt mal nichts zu.
hätten wir machen sollen. Bei uns hätten die Kunden angerufen und gefragt, ist das Ihr Ernst, Herr Johanning? Soll das so bleiben? Kommen Sie sofort hier und machen es neu. Wer hat das denn gemacht? Und wenn es in München ist, dann bin ich hingefahren und in den Tapetum zugebaut und dann gestrichen. Umsonst bin ich da hingefahren. Ich kann das auch nicht mehr ertragen. Jo. Noch ein Brötchen? Aber ich ging ja noch in Hamburg, oder nicht? Ist das so? Ja, ist gut, ich habe mich gar nicht gesehen. Aber? Lecker aus, oder nicht? Und ist sogar gesund. Guck mal hier. Ananas, Pfirsich, ein Träubchen. Zuckerguss. Mach alles nur weg. Würde ich jetzt ja essen, aber davon kleben mir die Hände so. Und außerdem muss ich jedes Mal auf Klo. Wo ist mit Händchen halten oder was? Die Urgewalt möchte ich nicht miterleben. Möchtest du auch nicht. Wenn du Urgewalt mal lieber, dann schreibst du hier nur so raus. Ich muss auf den Zimmer pümpeln und hier hat ihn weg.